Ortstermin am Freitagmittag an Wiesbadens höchster Baustelle, dem Kureck-Hochhaus. Zwei Abrissroboter werden per Kran in den 19. Stock verbracht. Dort kommen große Bagger, schwere Bagger nicht hin. Das heißt, man setzt dort einen sogenannten ferngesteuerten Mini-Roboter ein. Das heißt, der Mann, der die Fernsteuerung bedient, ist nicht in dem Gefahrenbereich, sondern außerhalb. Und aufgrund der Fläche und der Höhe spielt das eine wesentliche Rolle, dass man dieses besondere Gerät hier einsetzt. Auch für die Abrissprofis keine alltägliche Vorgehensweise, die aber notwendig wurde. Wir sind sehr glücklich, bei so schönem Wetter mit diesem Abbruch beginnen zu können. Wir hätten natürlich auch gerne eine Sprengung gesehen, aber das war einfach technisch nicht möglich und somit wird jetzt in konventioneller Art und Weise abgerissen. Wir sind gut im Zeitplan und wir sind froh, dass uns auch die Stadt bei unseren Aktivitäten unterstützt. In vergleichsweise kurzer Zeit sind die beiden Baumaschinen an ihrem neuen Arbeitsplatz. Nur schade, dass Roboter mit der Aussicht nichts anfangen können. Per Kran werden die beiden allerdings noch öfter bewegt werden. Sobald eine Etage weitestgehend abgebrochen ist, von dieser Etage nach unten in die nächste umgesetzt. Also der Hochbaukran wird immer wieder dieses Gerät quasi anfassen müssen. Voraussichtliches Ende der Abrissarbeiten ist im November.